Einsatzbasis Wilderswil. Die Helikoptercrew. Der Pilot. Der Notarzt. Der Paramedic. Die Riga-Retter im Einsatz. Zwei junge Reporter mittendrin. Hautnah und exklusiv. Riga-Tour 2010. Notruf aus der Eiger Nordwand. Ein Bergsteiger ruft um Hilfe. Riga 10 rückt aus. Objektive Gefahren hier sehe ich eigentlich nichts. Ich komme auf Position, ich würde etwa hier schweben. Dass ich genau die Höhe nehmen, oder? Der Rekoflug am Eiger ergibt, ein Longline-Einsatz ist nötig. Der Pilot informiert die Bergrettungsspezialisten. Es ist so, dass oben im Figurant hat es ein paar so Felsbänder drin, wo Steinblättchen drauf sind. Ich rechne mit etwa 145 bis 150 Meter Seil. Eine Bergung mit Longline. Ein Szenario, das immer wieder geübt werden muss. Die Riga-Crew trainiert heute zusammen mit den Spezialisten des SAC. Die richtige Länge der Longline ist für eine sichere Bergung absolut entscheidend und muss auf den Meter exakt ausgelegt werden. Es ist jetzt klar, die Longline hat 145 Meter und jetzt geht's los. Es ist spannend zu beobachten, wie präzise dass die Personen zusammenarbeiten. Zwei Bergretter des SAC werden an der Longline befestigt und von der Riga in die Eiger Nordwand geflogen. Seil streckt sich. Ja, hörst du noch zwei Meter sicher. Seil ist streckt. Auf. Kann die Riga die Rettungsspezialisten beim Bergsteiger absetzen? Mehrere hundert Meter über dem Talgrund? Und kann der Verunfallte aus der Nordwand befreit werden? Gleich auf myriga.ch.